Es kann aber auch mit bei der Rekursion zu Problemen kommen. Bei den Schleifen hatten wir gesehen, dass es sowas wie Endlosschleifen geben kann, bei denen die Schleifenbedingung niemals false wird. Und es gibt auch Endlosrekursion, da bricht die Rekursion niemals ab. Sie könnten sich das vorstellen wie bei den Matroschka-Puppen, als wenn da wirklich immer kleinere Puppen in diesen weiteren Puppen drin enthalten wären. Das ist Endlosrekursion. Bisher hatten wir immer nur Rekursion betrachtet und das ist die eigentlich richtige Rekursion, die irgendwann abbricht. Endlosrekursion, hier mal am Beispiel. Sammle R, soll also ein Programm geschrieben werden oder eine Prozedur, mit der der Hamster alle Körner auf einer Kachel frisst. Und jetzt hat der Programmierer hingeschrieben, if Korn da, sammle R, nimm. Sieht zunächst richtig aus, aber falls ein Korn da ist, wird sammle R erneut aufgerufen. Was fehlt ist, dass das Problem reduziert wird, weil der Nimmbefehl erst danach kommt. Das heißt, hier wird sammle R aufgerufen, es wird also wiederum überprüft Korn da. Und wiederum und wiederum und wiederum. Das Korn bleibt aber dort liegen, weil er das Nimm niemals aufgerufen wird. Und deswegen erfolgt der Aufruf von sammle R endlos. Die Rekursionstiefe ist in diesem Fall im Prinzip unendlich. Aber anders als bei der Endlosschleife, wo das Programm ja wirklich nicht terminiert, gibt es bei der Endlosrekursion doch häufig einen sogenannten Laufzeitfehler, nämlich den Laufzeitfehler Stack Overflow. Wie das kommt, ist aus folgendem Grunde: immer wenn eine Funktion aufgerufen wird, müssen bestimmte Registerwerte gespeichert werden. Und das erfolgt auf dem sogenannten Stack, einem Teilbereich des Speichers. Und jedes Mal, wenn hier sammle R rekursiv aufgerufen wird, wird also ein kleiner Bereich von Speicher gebraucht, der auch nie wieder freigegeben wird, weil sich die Rekursion ja nie auflöst. Und irgendwann ist dann der Speicher, genauer gesagt der Stack, ist ein Teil des Speichers voll. Und dann kommt halt ein Laufzeitsystem als Stack Overflow. Wie lange das dauert, dass dieser Fehler auftritt, kann man als Aufrufender eines Java-Programms selbst bestimmen letztendlich. Man kann nämlich dem Java-Interpreter die gewünschte Stack-Größe, also Speichergröße, mitteilen.